In diesem Video geht es darum, wie ich tangentiale Anschlüsse an eine gegebene Fläche erzeugen kann. Zunächst mal gehen wir von dieser Fläche aus, die hat man im letzten Video auch schon gehabt. Und um jetzt einen tangentialen Übergang zu bekommen, brauche ich etwas Information für Tangentenrichtung für Krümmung. Und dafür habe ich ein Objekt, das heißt Seam, also eine Naht. Und das ist eigentlich nur ein Datencontainer, aber ich habe mal gedacht, man kann sich da vielleicht was veranschaulichen und dann machen wir das mal. Also für dieses Startphase erzeugen wir ein solches Seam und dann sehen wir schon mal, in dem Fall hat er jetzt an dieser Kante hier vorne sowas rangelegt und dieses Seam hat hier einen sauberen Tangentialübergang. Das kann man sich hier mal anschauen. Geht an der Stelle sauber rüber und geht dann noch ein bisschen weiter. Das heißt, man kann dann erkennen, wie würde die Krümmung der Kurve dann weiter verlaufen. Da das ja nur ein Stück ist, wird natürlich hier die Originalfläche wieder runtergezogen und wenn ich die Krümmung mit den Daten weiterziehen lasse, würde das dann hier hinaufgehen. Aber das ist erstmal der Anfang. Und ich habe da jetzt einen Seam und für den ist jetzt eingestellt, was ist die Fläche? Und es gibt hier zwei Attribute. Man kann einmal die Fläche swappen und flippen. Das heißt, einmal kann ich wechseln von Nord auf Süd, mal in dieser Sprechweise. Machen wir mal, ich kopiere das einfach mal. Und jetzt nehmen wir uns den zweiten her und ändern jetzt mal Source Swap um. Und dann ist er, dann haben wir auf einmal hier drüben einen Rand. Dann nehmen wir den nächsten, dann nehmen wir Source Flip. Dann ist er hier auf der anderen Seite. Und beim letzten machen wir sowohl Flip als auch Swap. Und damit hätten wir jetzt für unser ursprüngliches Startface, was hier ist, vier Ränder. Diese Ränder haben hier den tangentialen Übergang. Und ich kann bei den Rändern mir die halt auch teilweise noch ein bisschen ein- oder ausblenden. Also bei dem hier ist es so, ich kann sagen, Display Mode Seam, also komplett, oder ich möchte nur den Außenstreifen sehen, das was angesetzt wird, oder ich möchte den Innenstreifen sehen, oder ich hätte als viertes noch die Möglichkeit, nur die Kurve. Das Vernünftigste ist, denke ich mal, der Out Seam. Also, man müsste mal wieder berechnen. Und outseam. So, outseam. Das gleiche kann ich jetzt für die anderen also auch machen. Outseam. Machen wir die mal sichtbar. So, outseam. Ist okay. Sichtbar, outseam. Ziehen. So, was jetzt noch ist, ist, dass wir natürlich jetzt hier runterziehen. Hier ziehen wir nach außen und da fehlt hier eine Ecke. Und da hatte ich mir gedacht, da gibt es vielleicht noch so einen Schalter Fill Corner. Wenn ich den wahr setze, dann füllt er mir das aus. Das heißt, ich habe jetzt hier wirklich eine Verlängerung in die Richtung, die hier unten auch noch anstückt. Und das gleiche könnten wir jetzt für den hier drüben auch machen. Fill Corner. So. Das heißt, jetzt habe ich die Fläche tangential an allen vier Kanten verlängert. Nächstes, was ich dann machen möchte, wäre, dass ich zwei solche Flächen habe und diese tangential miteinander verbinde. Und dafür gibt es das Objekt tangentiales Face. Wenn ich sowas erzeuge, dann muss ich einen Not Seam festlegen. Jetzt müssten wir mal gucken, sagen wir mal, das wäre, den nennen wir mal, das ist der Osten. Oh, Ostern, Osten. Und gegenüber der hier
bis der Westen. So, und dann stelle ich hier in mein Tangentialface ein, hier den Osten und in dem anderen den Westen. Hier ist der Westseam. West. Okay. Berechne das mal und blende jetzt mal wieder ein bisschen was aus. Und dann sehe ich zumindest, ich habe jetzt hier schon mal einen Übergang. Ich mache das Stadtface auch mal weg. Was jetzt von dem einen Seam rüber geht in den anderen rein. Was jetzt noch nicht stimmt, ist, der schleift hier falsch ein. Der schleift nicht von unten ein, sondern von oben. Das sieht man hier. Und dazu kann man jetzt einfach sagen, ich kann jetzt die Richtung ändern. Flip West. So. Und jetzt kommt das von unten rein. Das andere kommt auch von unten rein. Wenn ich jetzt die beiden noch ausblende, habe ich jetzt den sauberen Übergang. Oben drüber mein Startface. Das heißt, das Startface geht runter. Hier unten durch die beiden Seams sind die Daten da, um einen Tangentialübergang auf beiden Seiten zu erzeugen. Das kann man euch weiter betreiben. Man könnte jetzt auch Nord und Süd miteinander verknüpfen und könnte das Innen und Außen durchschlagen. Da habe ich ein Beispiel schon mal vorbereitet. Ich habe also hier drei solche Tangentialfaces. Und wie sieht es in diesem Beispiel aus? Jetzt gehe ich mal rüber. Jetzt muss ich hier mal das eine zuklappen, das andere wieder auf. Also, wir haben unser Stadtface, wir haben die Seams und wir haben jetzt eine Tangentialverbindung von Osten nach Westen. Das hatte ich jetzt gerade schon mal gezeigt, wie sowas entsteht. Sieht so aus. Wir haben eine Verbindung. Ich mache jetzt mal Norden und Süden auf. Die beiden miteinander verbinden. Das sehen wir jetzt hier durch diese Verbindung. Das heißt, an der Stelle haben wir einen tangentialen Ausgang. Der schleift hier rüber und schleift hier tangential sauber wieder rein. Und der zweite Ausgang, der kommt von der Stelle hier und muss natürlich sofort rumgebogen werden, um hier wieder reinzugehen. Dass das praktisch wahrscheinlich wenig sinnvoll ist, was entsteht, ist das eine, aber wichtig ist, dass die Tangentialübergänge stehen. Und man könnte jetzt auch die Richtung der Tangenten nach innen oder nach außen setzen, man könnte das Äußere verbinden. Da gibt es insgesamt hier eine Unmenge an Schaltern, die man ein- und ausschalten kann. Das sind jetzt allein schon 16 Möglichkeiten, die man da durchspielen kann. Vielleicht kann man da später mal einen Algorithmus finden, der einem das erleichtert. Gut, was ich machen kann, ich könnte diese Südspitze jetzt einfach mal verschieben. Und zwar habe ich die mal hier nach draußen verschoben und gedreht. Na, das sieht man, das ist jetzt, das ist dieses Ende, das ist hier auch verschoben. Und jetzt könnte man sagen, ich möchte gern diesen Außenbereich mit diesem Außenbereich verbinden. Also diese Kante tangential mit dieser hier hinten verbinden. Und dann entsteht sowas. Blende ich das andere mal aus. Das heißt, die neue Fläche verläuft jetzt wirklich von dieser Kante hier außen weiter und läuft genau außen auf diese Kante draus. Das heißt, wenn ich dieses Teil hinten ransetzen würde, hätte ich wieder einen sauberen Übergang. Und dass der Übergang sauber ist, das sieht man, wenn man das hier einschaltet, sieht man hier, ich mache mal den Seam weg. Ich sehe, wie jetzt von dem Originalteil, wie es hier sauber rüber geht. Und dann an der anderen Seite läuft es dann wieder nach außen zu. Wie gesagt, diese Seams, die Darstellung von Seams, das sind ja nur Hilfsobjekte, die mir nur die Krümmung und die Tangente anzeigen. Entscheidend ist das eigentliche Teil, das da rauskommt, das ist dieses Teil hier. All diese Objekte, mit denen wir hier arbeiten, sind B-Spline Surfaces Degree 3. Also, und damit haben wir hier immer schöne stetige Übergänge an jeder Stelle. Was noch gewährleistet sein muss, ist, dass die Kante, die wir hier haben, und die Kante die gleiche Anzahl an Polen hat.
Also es gibt noch keine Verfahren, die sagen, ich gehe von 7 Polen auf 20 Polen. Das ist theoretisch auch möglich, aber das kostet einfach Zeit und hier ist es schon dunkel draußen und deswegen ist Schluss.